Damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Grisha und heute zocken wir Vigor. Es ist ein, ja, man könnte sagen Extraction-Shooter, welcher schon seit Jahren auf Konsolen draußen ist und jetzt kommt er als Beta-Play-Titel in die Early Access zu Steam raus, beziehungsweise ist schon draußen, aber nur in der Early Access. Auf Konsolen ist das Spiel schon Free-to-Play seit sehr vielen Jahren, ich glaube schon seit 5. 2019, 2018 rum. Und ja, also weiß nicht warum. Also warum haben sie so lange gewartet, dieses Spiel auf PC zu bringen, um dann halt daraus einen Early Access Titel zu machen? Und vor allem, das Spiel wird ja nach der Early Access auch ein Free-to-Play Titel. Also warum es jetzt als Buy-to-Play Titel rauszubringen in die Early Access, anstatt einfach ja, Close Betas oder sowas zu machen. Also ich verstehe nicht ganz, warum die das gemacht haben. Denn warum sollten Leute, die das auf Konsole schon gespielt haben, jetzt 20 Euro dafür ausgeben? Also macht keinen Sinn. Aber gut. So, wir gucken uns das mal an. Was können wir hier alles aufheben? Gut, zack. Okay. Kann ein Rubik's Cube lösen. Aha. What? Yeah. Why? Hier kannst du Musikstück anhören, ja? Okay. So, das ist ja das. Okay, das ist ganz cool, dass man halt im Spiel sozusagen, also nicht in den Optionen, sondern im Spiel direkt Musik einstellt. Fuck, ist das für ein Bild? Wie ein Horrorbild aus. Das ist sozusagen wie mein Unterschlupf. Hier kann man halt Klamotten wechseln, also ständig kann man auch einfach hier Tab drücken und da hat man auch diese ganzen Menüs, die man auch hier hat, aber es so ähnlich wie bei GTA, sag ich jetzt mal, dass man auch die Klamotten in einem Schrank wechseln kann. Gut, wir werden jetzt einfach mal hier Begegnung suchen, denn ich will jetzt nicht lange in diesem Unterschlupf verbringen. Das glaube ich, genau, das ist genau der gleiche Spiel. Müsste jetzt alles eigentlich PvP sein, was ich spiele, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also ich glaube, hier gibt es, ja, hier gibt es gar kein PvE. Also vielleicht so zwischendurch irgendwelche Viecher, aber normalerweise ist das ein kleines PvP-Game. Das Spiel ist am 16. Mai erschienen, also das ist jetzt knapp, naja, 3 Wochen alt, sagen wir jetzt mal. Und hat gerade mal mit so 1000 Spielern gestartet. Weil, also Marketing gab es halt dafür auch nicht. Also nicht, dass ich wüsste zumindest. Also ich habe kaum was von dem Game mitbekommen. Ich habe nur was von dem Spiel mitbekommen, davon abgesehen, dass ich nicht mal eine Konsole habe. Einfach, ja, weil ich halt auf mehreren Indie-Seiten und so mir halt andere Spiele angucke, beziehungsweise allgemein halt Early Access-Titel und Spiele angucke, die halt bald herauskommen. Und da habe ich halt Vigor entdeckt und hatte mich eigentlich schon interessiert. Einen, sage ich jetzt mal, arcade-lastigen Extraction-Shooter zu spielen. Also ich bin ja allgemein an diesem Genre halt sehr interessiert, also Extraction Shooter, aber Tarkov ist halt absolut nichts für mich, weil das halt, kann man das sagen, weil das zu realistisch ist? Nee, einfach weil es viel zu schwer wäre für mich. Also ich brauche immer irgendwas Arcade-lastiges. Was halt Hardcore sein kann, klar, aber halt nicht so Hardcore wie Tarkov, ohne halt Anzeigen und sowas. Und Tarkov macht halt auch eher Bock mit Freunden und so. Und ja, ich habe jetzt niemanden, der jetzt wirklich gut taktische Spiele spielt. Davon abgesehen, dass ich die selber halt scheiße spiele. Okay, was? Mehr Beute? Das kann ich jetzt auswählen, oder was? Achso. Mehr Beute, bessere Abwurfversicherung. Wie viel Kohle habe ich? Ah ja, links oben. Keine Ahnung.
ganzen Kronen hier gekriegt habe. Egal, wir machen uns einfach mal ready, weil ganz ehrlich, ich muss mich eh erstmal reinfuchsen in das Spiel. Ich habe ja auch kein Gameplay oder sonst was reingezogen, also ich mag das nicht. Also ich hätte zwar gerne irgendein Tutorial oder sowas gespielt, aber ja, ich gucke mir meistens nicht an, wie man die Spiele zu spielen hat, außer was ich halt bei, oh Gott, bei welchem Spiel habe ich das gemacht? Bei Scum, genau, weil ich das halt super schwer fand. Repariert aus und keine Ahnung. Spiele 5 bewegen und Beute 50. Ja, also ich habe am Anfang eine AK. Habe ich denn noch irgendwas? Nicht wirklich. Ich habe nur eine AK und Muni. Also das ist nicht wie bei Battle Royals, dass ich mir alles zusammensuchen muss. Oha, ja, ich kann mich hier hinlegen. Das auf E ist ein Ding. Finde ich ganz komisch, aber na gut. Ja, das ist eine Krähe gerade gehört. Das ist ein Sp oh Gott. Die Jagdstation entdeckt. Okay. So. Ich muss mich mit der Maus ein bisschen gewöhnen. Die ist irgendwie sehr schwammig. Wir brauchen eigentlich keinen Wegpunkt. Also was ist das? Hä? Okay, komisch. Haben wir hier irgendwas? Okay, wir haben irgendwelche Äpfel oder sowas. Oha, was? Was? Wird jetzt schon geschossen? Das war jetzt aber sehr in meiner Nähe. Also das war nicht weit weg, der Typ. Doch hinter mir? Bin mir halt echt nicht sicher, weil diese Schüsse fallen irgendwie komisch. Ich glaube aus dem Süden irgendwo. Was soll denn da sein? Ach so, im Süden sind ja solche Signaldetektor, Kommunikation. Und wo müsste ich jetzt eigentlich? Ach so, da Ausgangsbereich. Also es gibt drei, nee, vier Ausgangsbereiche. Aber wir laufen mal in den Norden, kommen. Das ist ein barrikadiertes Haus. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. The barred house is hard to enter. It contains valuable loot. Ja gut, das war mir auch schon irgendwie klar, dass man da schwer reinkommt. Oh, oh, ich sehe einen, Habe ich ihn? So, das Geräusch war halt sehr bezeichnend. Jawohl. Sehr, sehr geil. So, wir nehmen natürlich alles. Hier noch. Junge, Junge. Als ob ich hier in der ersten Runde noch einen Kill mache. Hab ich ja nie im Leben erwartet. Und das ist dieses verbarrikadierte Haus. Das meinten die jetzt mit schwer reinkommen, indem man einfach F drückt. Und da habe ich jetzt bei dem Typen, den ich gekillt habe, irgendwelche Gegenstände eingesammelt, dass ich das einfach kann. Aha. Okay, so wird geknackt. Ist hier noch irgendwas auf dem Boden? Nee. Aber ich konnte irgendwie... Wie war denn das jetzt? Ah ja, mit Alt. Mit Alt kann ich wechseln, ob ich von links oder von rechts gucke. Können wir kurz ins Inventar reingucken, was ich überhaupt alles abgehoben habe. Also ich habe andere Muni, ich habe Chemikalien, welche Komponenten und Glas. Okay.
Boah, wie lange dauert das denn mit dem Safe? Junge, Junge, Junge. Na komm. Komm, verarsch mich doch nicht. Will ich hier 10 Minuten chillen? Wäre mal schön, wenn es da wenigstens eine Anzeige geben würde. Oh, ich hocke mich mal vielleicht hin. Das wäre jetzt geil, wenn ich von hinten getötet werden würde. So, scheiße, das ist übelst viel Kontaktbombe. Ja, wir nehmen natürlich alles. Wir hätten auch... das könnten wir... für die Luger austauschen, ne? Ja. Können wir mal nachladen? Ja, schön, das ist ja schon eine Sniper. Hä? Und wie kann ich... Was? Er ist doch ein Visier, warum kann ich ihn damit nicht zielen? Muss ich das verstehen? Oder muss ich da... Kann ich irgendwie einen First-Person-Modus für... Weil das ist natürlich... Bullshit. Dass ich damit ein Visier habe, aber ich... Das Ding ist, ich habe ja nicht mal... Okay. Nee, also, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das Visier ranmachen kann. Egal, wir laden mal nach. Also das ist natürlich jetzt sehr schade, weil... Der Sniper wäre jetzt... Ich dachte vielleicht einmal Rechtsklick drücken oder halt Rechtsklick gedrückt halten, aber nee. Guckt einfach nicht in das Visier. Na gut, egal, benutzen wir weiter unsere AK. So, dann gehen wir mal weiter. Was gibt's hier? Hier gab es, glaube ich, noch irgendwelche Kisten. Okay, spielt Glas. Warte mal, hatten wir nicht irgendeine tägliche Mission? Naja, hier Glas. Lege in einer Begegnung 300 Meter mit. Was? Mit dem Abwurf? Zurück, ist? Ich verstehe das nicht. Ah, man kann Waffen auch zerlegen. Aber ich denke mal, das kann ich dann erst in der Base machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal in den Norden. Wir haben schon ganz schön viel. Ich würde tatsächlich... Ich will nicht unbedingt sehr früh extracten. Also ich würde gerne noch einen Spieler killen. Aber wenn sich jetzt keiner findet, würde ich sagen, wir gehen einfach in den Norden. Entdecken das hier alles. Mal hier. Und dann extracten wir mal. Ja, wie gesagt, das mit der Sniper finde ich echt schade. Aber müsste man... Ich habe jetzt echt keine Lust im Menü zu gucken. Wegen der Steuerung. Weil ich einfach... Ja. Bin so ein Kandidat, sobald ich in die Steuerung reingucke, dass ich von irgendeinem Spieler definitiv dann gefunden werde und ich sterbe. Oh, warte mal. Nicht Spieler? Boah, ich seh das fast nicht. Nee, das ist kein Spieler. Ein Zug kommt. Okay. Hä? Hab ich nicht gesagt Train? Bin ich dumm? Also das ist ja... Bin ich mir ziemlich sicher, dass durch die Luft da kein Zug fliegt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das Spiel Third Person ist. Also First, gerade bei einem Extraction-Shooter, wo man... So brauche ich nicht, dass mein Charakter irgendwelche komischen Skins hat oder sowas. Ich will einfach besser zielen können. Kann man halt in der First Person-Ansicht viel besser. Okay, ich hab irgendein... Also ich höre zumindest nicht das. Dann würde ich sagen, ich gucke mir jetzt die ganzen Häuser an. Und dann gehe ich zum Extraction-Punkt, weil
Langsam wird die Tasche ja auch voll, ne? Ich hoffe jetzt einfach. Naja, hier ist aber schon die Tür offen gewesen. Fuck, da klingelt ein Telefon. What? Wo? Was? Okay. Was heißt das jetzt? Ich verstehe nicht. Also, es sieht so aus, als ob jetzt ein Zielmarker entweder auf mir ist oder auf jemand anderem. Oh, scheiße. Das war nicht gut. So, ist das vielleicht wie ein Hinweis, so nach dem Motto, pass auf, da ist jetzt ein Spieler in der Nähe. Und wenn du ans Telefon gehst, wird dir verraten, wo der Spieler ist. Aber mir wurde halt nichts gesagt, ne? Also. Ist irgendwie sehr, sehr komisch. Na gut, aber. Aha, hier brauchen wir einen Code. Okay. Irgendwie sieht es so aus, als ob die Häuser schon lootet worden sind. Oder die Häuser sind einfach so leer. Kann natürlich auch sein. Was ist das? Gab es hier noch was? Nee. Kann man eigentlich durchs Fenster durchklettern? Ja, okay. Gut. Ja gut, wir sind eh fast durch. Also in diesem Gebiet, sage ich jetzt mal. Was ich dem Spiel zumindest anrechnen muss, sieht ganz gut aus. Und, also sieht normal aus, sieht fair aus, ist jetzt nicht krass, aber. Und dafür ist aber halt, also FPS ist fantastisch. Was ist schon wieder? Es gibt ja auch Strahlung. Warte mal, was habe ich? Ich habe einen komischen Schlüssel aufgehoben. Ah, man kann dann auf der Karte. Ach so, hier. Da kann ich anscheinend dann hin, wegen, das ist wegen dem Anruf. Und das ist vergrabene Beute. Das ist der Schlüssel. Ach so, ja, super. Ich bin jetzt radioaktiv. Ich muss jetzt unbedingt hier raus. Warte mal, aber ist die Radioaktivität nur an einem Ort oder ist die überall? Weil, wo kam die jetzt auf einmal so random her? Okay. Finde ich sehr, sehr komisch. Ich hoffe mal, der campt jetzt nicht so wie bei manchen Extraction-Shootern. Einfach einer am Ausgang. Campt da jetzt einfach und killt mich jetzt. Das Gebiet wird in 10 Sekunden verlassen. Ja. Das ist auch mein Plan. Aha. Okay. Glückwunsch, du hast in dieser Weise zum Unterschlupf geschafft. Wenn du in der Lobby den Booster mehr Beute nutzt, können alle Spieler noch mehr Beute sammeln. Ja, okay, das interessiert mich nicht, was alle anderen Spieler machen. So, was haben wir? Geborgener Rohstoffwert, 1600 Kopfschüsse. Ja, ich habe den tatsächlich headshottet, sonst wäre er nicht gestorben. So, Chemikalien, Nahrung geplündert, Kills, das bringt alles Erfahrung. 100 Meter zurückgelegt, Kassette gefunden, hol dir deine Belohnung. Ja gut, das hört mich jetzt erstmal nicht.
Du bist zurück. Der Schießstand ist jetzt geöffnet. Okay, im Unterschlupf ist auch noch ungefähr eine Kiste. Ruf das Unterschlupfmenü aus. Bla 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 bla. Okay. Ja gut, da haben wir uns zumindest schon mal einmal erfolgreich extracted. So, was ist das jetzt? Das ist der Schießstand. Aha. Ja, das sieht wieder wie ein Schießstand aus. Okay, nice. Eine Werkbank. Ja gut, bevor wir uns jetzt hier weiter umgucken und alles, ich will wie gesagt unbedingt rausfinden, wie ich Zieltaste halten. Genau. Zieltaste umschalten. Nee, das ist auch halten. Viele umkehren, Vibration. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich Vibration haben soll, wenn ich keine Controller habe, aber gut. So, erweiterte Steuerung. Nee. So, dann gucken wir mal. Also erstens, Ducken ist totaler Schwachsinn. Ducken sollte C sein. So, Luft anhalten, okay. Man kann anscheinend auch unter Wasser schwimmen. Was haben wir denn? Feuermodus wechseln. B. Das könnte es tatsächlich sein. Aber was habe ich nicht... Ah ja, markieren. Markieren ist natürlich total Schwachsinn, dass das der C-Taste ist. Was haben wir noch? Waffe wegstecken, das ist gut. Waffenmenü, das ist auch okay. Schulterperspektive ist auch okay. Nahkampf ist V, das ist auch okay. Feuermodus. Naja, Feuermodus ist ja eigentlich sowas wie automatisch und halbautomatisch. Aber gut. Wir gucken mal kurz. So, hä? Kann ich jetzt hier keine Waffe noch rauspacken oder was? Egal. Gucken wir uns mal hier um. Was ist das? Hallo? Habt ihr jetzt irgendwas? Na gut. Achso, hier sind da die ganzen Waffen, die ich schon freigeschaltet habe, oder was? Oh, ich habe eine Dings, eine... Oh Gott. Wie heißt diese Waffe? Diese obere Waffe? Eine meiner Lieblingswaffen bei Counter-Strike gewesen früher. Hab die scheiß Gitarre angemacht. Ja gut, okay, das hören wir uns beim nächsten Mal vielleicht weiter an. Ich werde jetzt nicht zu lange drauf warten. So, also ich finde ja meine AK eigentlich ganz okay. Jetzt ist aber halt die Frage, also ich glaube, ich werde Uzi zum Beispiel nie benutzen. Wo ist sie denn? Da. Ich will jetzt zerlegen. Hä? Habe ich mehrere oder was? Ach so. Ja, wo habe ich die ganzen... Wo habe ich denn nicht hier die ganzen anderen Waffen her? Verstehe ich irgendwie nicht. Automatisch einfach drinne? Sehr komisch. Na gut, egal. Wir machen mal hier zerlegen. Ja, ja, das brauche ich absolut nicht. Weil bin ich... Warte mal. Habe ich jetzt... ja, ja, ja.
Herausforderungen, ich kann lesen, dankeschön. Also es gibt auch kosmetische Gegenstände, Gesten, Waffenskins und halt Titel. Ja, Plattform, Pionier oder sowas. Feuerteufel, sammle alle Feuerzeuge. So, Kisten, okay. Woher habe ich die Kisten überhaupt? Aha. Sonderausgabe Maschinenpistole. Oh, das ist eine P90, ne? Nee, bin dumm. Die heißt anders, die Waffe, ne? Gut, wie gesagt, was mich halt wundert. Also ich brauche auf jeden Fall irgendein gutes Gewehr. Hier nehmen wir mal das hier einfach mal rein. Ausrüsten im Besitz. Warum wird das jetzt irgendwie komisch? Ach so, nee, das sind Rezepte. Ah, okay. Gut. Da bin ich jetzt schon so ein bisschen in Anführungsstrichen beruhigt. Was mich halt nur wundert, warum habe ich denn keine Komponenten? Ich habe doch eigentlich welche aufgesammelt, oder nicht? Oder bin ich doof? Blaupause, nein. Werkbankstufe 13. Aha. Also ich habe noch gar nicht die Blaupause dafür. Okay. Komisch, dass das halt angezeigt wird. Ausrüstung verwalten. Nicht verwertbares in Lager verschieben. Vorstellung nehmen. Das Vorstellung speichern. Okay, das brauche ich jetzt erstmal nicht. So, dann die Sturmgewehre. Ich habe hier diese AK benutzt. Was steht denn hier da? Hier steht Komponenten. Blaupause nein. Stufe 1 Werkbank. Verstehe das irgendwie nicht. Habe ich jetzt diese Waffe oder nicht? Ausrüsten. Die wird mir mit einem... Übelst weird. Ja, wir gehen mal kurz hoch. Hä? Kann ich gar nicht meine Waffen hier anwenden? Hm. Na gut. Haben wir jetzt hier irgendwas noch? Warte mal, das war... Nee, stimmt, im Keller war ich ja noch nicht. Ja, das ist auch sowas wie eine Werkbank. Was auch immer das ist, okay. Aber ich würde jetzt halt echt was öffnen, die Kisten. Ja, okay, was auch immer. Bevor du wieder rausgehst, visite deine Stash und choose your equipment. Ja. Was? Okay. My Stash. Okay, und wo ist der? Mal gehen wir mal nach oben. Nee, hier oben war ja nichts. Oh ne, warte mal, hier. Was ist denn das? Ach, Erinnerungsstücke. Okay, das sind einfach Gegenstände, die ich einsammeln kann. Wir gucken uns das mal alles an. Alle Waffen werden im Lager fort. Waffen, die du herstellst, kannst du mit einem gelben Schraubenschlüssel markieren. Achso, sind mit einem gelben Schraubenschlüssel markiert. Okay. Du kannst bis zu 2 Primärwaffen und 2 Sekundärwaffen tragen. Munition und Verbrauchsartikel werden in deinem Rucksack aufbewahrt. Okay. Herstellung von Gegenständen benötigt Zeit, je nach Sicherheitsgrad. Du tragst eine Waffe und ein Verbrauchsartikel gleichzeitig herstellen. Munition kann sofort hergestellt werden. Okay. So, Interaktion, Waffenparameter, Herstellungsvoraussetzung, genau, das habe ich ja auch schon gesehen. Waffen können aus Bauteilmaterialien hergestellt werden, aber dazu benötigst du zunächst die entsprechende Blaupause, genau. Und eine ausreichend verbesserte Werkbank. Aha. Ja gut, also das heißt, diese ganz mit einem gelben Werkbankstufe 10... Und ich habe die ganzen Blaupause nicht. Und das habe ich noch nicht freigeschaltet, weil ich da noch nicht Stufe 13 bin mit der Werkbank. Also das sind nicht Gewehre, die ich habe. Was ich halt komisch finde, die Waffe habe ich ja trotzdem und die wird mit Weiß angezeigt. Okay.
Also wenn ich jetzt hier wechsle, ne? Ja, also okay, das geht nicht. Also wie gesagt, die Waffe, die Maschinenpistole hier, die... Achso, von dem werde ich eh gleich kaputt machen. Oh, fuck, jetzt habe ich hier das Messer rausgenommen. Was war das, das hier? Munition. Ah, hier. Blaupause der Waffe. So, herstellen. Was für Muni brauche ich denn? Was steht denn hier da? Mündungsgeschwindigkeit bei Munition da. 7,62, ja, okay. So, und ich habe hier 7,62er 30. Und 7,6239 habe ich hier, ne? Und die braucht 7,6251. Genau, die hier. Ich weiß nicht, warum man die hier nicht zusammen machen. Oh mein Gott, habe ich die jetzt weggelegt oder was? So, die brauche ich zum Beispiel nicht. Was ist das? Kontaktbombe. Ja, keine Ahnung, werde ich, denke ich mal, nicht benutzen. 9,9er brauche ich nicht. Okay, und das behalte ich. Und jetzt mache ich noch die 7er Munition nochmal rein. Wo ist die? Da. Nehmen wir uns die ganzen Muni hier mit. Na gut, 122 würde ich jetzt nicht. Ah, jetzt habe ich den Dings weggeschmissen. Ich glaube 90 würde denke ich mal ausreichen. Jetzt müsste ich aber gucken, wo ich jetzt mein... Ah ja, hier Adrenalin-Injektion. Mine würde ich auch vielleicht eine mitnehmen. Oh, Antibiotika, was macht das denn? Egal, nehmen wir mit. Koffeinsender, Signalstörer, was für ein Sender? Kappe, Schmerzmittel nehmen wir mit. Verband nehmen wir mit. Okay, Muni haben wir, so Waffen auch. Ja gut, dann würde ich sagen, wir spielen jetzt nochmal. Machen wir hier ab 3. Also es gibt anscheinend bisher 3 Spielmodi: Begegnung, Feuergefechte und Elimination. Immer Elimination ist einfach, keine Ahnung, normaler Team Deathmatch oder sowas. Oder nee, das ist vielleicht Feuergefecht und Elimination. Gut, kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. Dein Rucksack ist ziemlich voll. Pass auf draußen. Auf dich. Oh, hä? Pass da draußen auf dich auf. Ich kann nicht lesen. Okay. Ja, das ist schon klar. Gut, was mich halt noch wundert, warum... Ach nee, hier, Shooting Range, da. Ah, okay. So. Mit der Kiste, okay. Was Shisha heraus und folgende Waffen freigeschaltet. So, ich will halt meine Sniper. Wo ist denn die? Ist die überhaupt hier drin? Also eigentlich egal. Warte mal, wir machen mal kurz ab. Wo ist meine Sniper? Warte mal, wir machen mal kurz abbrechen, weil das ist das, was ich halt wie gesagt noch rausfinden will. Also wie soll ich...
Das? Achso, das ist resetten, ja. Verstehe nicht. Also, wie ziele ich mit meiner Sniper? Ego-Schulter-Perspektive. Ah. So ein Blödsinn, ne? Halt auch eigentlich Schwachsinn, dass ich das ändern muss. Also das machen andere Spiele halt so viel cleverer. Du kannst einfach mit der rechten Maustaste entweder sie gedrückt halten oder sie ganz kurz antippen. So, und wenn man sie kurz antippt, geht er halt in diesen Dingsmodus, in dem Modus halt hier. Was halt natürlich sehr viel sinnvoller ist als... Hä? Ja, ach so, das ist nur hin und her wechseln. Hä? Die ganze Zeit in diesem Modus. Ganz komisch gemacht. Aber egal. Ich weiß jetzt, wie man mit der Sniper umgeht. Also, let's go. Wir können jetzt noch eine Begegnung machen. Sehr, sehr gut. Na gut. So, wir können ja mal kurz in den Keller und mal sehen, was wir genau brauchen für Wiedersuch. Achso, okay. Wiedersuche läuft aus, das kann nicht geändert werden. Na gut. Ich wollte ja eigentlich auch nur die Waffen upgraden oder sowas. Hm. Gut. Egal. Dann, wie gesagt, spielen wir einfach noch ein Match und dann würde ich sagen, reicht das für den Anfang, für das erste Video. My Garden, was haben wir denn hier Schönes? Aha, kann ich denn hier irgendwelche... Okay. Also diese Hub finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Wäre halt nice, wenn man das später irgendwie ausbauen kann oder so. Ich weiß gar nicht, auf welche habe ich denn, bin ich auf Low oder was ist denn das? Naja, das brauchen wir eigentlich nicht. Faustung anmachen. Bewegungsunschärfe, lul. Oh Gott, so sieht das auf niedrig aus. Du Scheiße. Ich glaube, ich spiele auf Mittel, ne? Ja, von Mittel und Hoch ist aber kaum ein Unterschied zu sehen, muss man schon sagen. Also episch, ja. Da ist auf jeden Fall mehr Gras und sowas, ne? Oder? Na, gucken wir mal. Ach so, das ist der Schießstand bloß halt von hinten. Das Geräusch ist nice. So. Ja, die Spielersuche dauert natürlich so lange, weil, wie gesagt, also das Spiel ist, obwohl das gerade mal seit 3 Wochen draußen ist, also hat das zurzeit nur 100 Spieler oder so, also weltweit auf Steam. Ich glaube, Epic, ich weiß gar nicht, gibt es das Spiel auch bei Epic Games? Keine Ahnung, aber es gibt es auf jeden Fall bei Steam.
Gar nicht, wie viel hat das ein 20 gekostet? Ja, ne? Ja, 20 Euro. Also, es ist schwierig, sagen wir es mal so. Weil, wie gesagt, also ich verstehe halt einfach nicht, warum man das macht. Also vor allem, wäre das ein komplett neues Spiel, was es noch nicht auf Konsole geben würde, okay, könnte ich verstehen. Aber ein Spiel, was es halt schon jahrelang auf Konsole gibt, warum bringt man das als Buy-to-Play, also mit einem Preis, in die Early Access? Also das ist für mich komplett unverständlich. Also nicht nur in die Early Access ist ja vollkommen okay, aber es wäre eigentlich viel besser gewesen, wenn sie dieses Spiel, wie gesagt, einfach gut vermarktet hätten. Gesagt hätten, okay, hier auf dem PC ist das, das und das besser als auf Konsole. Und wir machen jetzt ein Jahr lang eine Beta. Und lassen halt nur, keine Ahnung, 200 Leute rein. Oder von mir aus 1000 Leute. Egal. Und dann sporadisch, keine Ahnung, jedes Wochenende, so wie man es normalerweise macht, testet man halt das Spiel. Ohne, dass die Leute halt dafür bezahlen. Sondern das sind gratis Tester und die werden dir Feedback als Entwickler geben. Und das war's. Das, was aber hier passiert ist, fast jedes Steam-Kommentar ist, ja, ich habe das Spiel schon auf Konsole und auf Konsole ist das Spiel gratis. Warum soll ich 20 Euro ausgeben, um das auf PC spielen zu können? Und vor allem 20 Euro Early Access auf PC. Also, ich verstehe das gar nicht. Also absolut nicht. Und das Traurige ist, das passiert zurzeit mit so vielen Spielen, also dass die halt auch Marketing irgendwie komplett scheißen. Das ist jetzt mit Gigantic passiert, also mit so einem 3D-Mober, was ich glaube im April rausgekommen ist. Haben sie auch als Buy-to-Play-Titel rausgebracht. Zwar nicht Early Access, aber das Spiel gab es schon mal 2016, also das ist ein bekanntes Spiel. Also warum bringt man das als Buy-to-Play-Titel raus? Also sehr, sehr komisch. Dann, mit was ist das noch passiert? Oh Gott, jetzt ist mir der andere Titel nicht eingefallen. Aber ist egal, es passiert halt zurzeit mit übelst vielen, also auch teilweise Indie-Spielen. Oh, sehr gut. Wir haben endlich, nach 5 Minuten haben wir endlich ein Match gefunden. So, ich verstehe es einfach nicht. Vor allem, weil das Ding ist ja, es ist ja schon Standard seit übelst vielen Jahren, dass man nicht ohne Marketing nämlich kaum ein Spiel rausbringen kann und es erfolgreich wird. Klar, natürlich gibt es Ausnahmen wie Palworld oder was gab es noch? Hier Lethal Company oder wie hieß das? Ich glaube, das hieß Lethal Company, ja. Also, ja, man kann mit einem Titel, wo man kein Marketing gemacht hat, erfolgreich werden, auf jeden Fall. Hier auch noch ein sehr gutes Beispiel. Kein Schwein weiß, dass dieses Game rausgekommen ist und das ist gerade mal, ist jetzt glaube ich 1 Monat alt, wenn überhaupt. Tribes 3. Es gab in Anfang 2000er ein Spiel, was Tribes Ascent hieß. Das war so ein... Und noch 1999 kam auch der erste Teil raus, aber der ist jetzt nicht so wichtig. Tribes Ascent ist das halt, was die meisten Leute, sag ich mal, kennen. Und das war ein super erfolgreiches Spiel, wurde halt nur durch andere Spielgenres, sag ich mal, ersetzt. Wie Battle Royale und sowas. Und jetzt haben die halt Tribes 3 rausgebracht. Alter, ich wusste nicht mal, dass das rauskommt. Und das ist ja, das ist ein Triple- bzw. Double-A-Title. Das ist rausgekommen mit 1000 Spielern. Und jetzt ist das irgendwie, keine Ahnung. Das ist ein Booster. Ja, der Booster interessiert mich jetzt nicht. Und jetzt hat das Spiel auch nur 100 Spieler oder so. Also, why? So, wir haben hier... Oh Gott, warum fühlt sich meine Maus auf einmal so komisch an? Als ob sich die DPI geändert hat. Was denn für Blödsinn? Wir gehen...
Wir gucken uns erstmal hier um. Und dann gehen wir zu diesem Kommunikationsturm oder was auch immer. Oder wie auch immer das hieß, meine ich. Nicht was auch immer. Habe ich mir so viel reingepackt? Ja, okay, stimmt. Weiß gar nicht, warum ich die Mine mitgenommen habe. Ich dachte mir so, keine Ahnung. Wenn ich irgendwo wieder campe mit einem Safe oder so, dass ich mir einfach eine Mine von Eingang stelle. Dass ich da halt nicht verrücke. Oha, es wird jetzt schon wieder geschossen. Aber ich habe keine Ahnung wo. Aber irgendwo, ich glaube im Norden. Haben wir hier Antibiotika? Okay. So, ich wollte zu diesem Kommunikationsturm, ne? Der ist hier. Oh, was ist das denn? Sind das Bienen? Tresor wird geknackt. Aber in der Nähe oder... Oder meinen die jetzt damit Tresor mit Zeitschloss? Meinen die den in der Mitte? Denken wir, die meinen den in der Mitte. Aha. Okay. Wähle dir den ab. Oh, lol. Das habe ich jetzt verkackt. Scheiße, ich habe mich verklickt. Ich hätte jetzt die Abwurfszone vielleicht in meine Nähe verschieben können, wenn ich das richtig verstanden habe. Also vom Package sozusagen. Aber gut. Kommunikationsblabla. Okay, dann gehen wir diesen. Ne, wir gehen erstmal hier hin. Haben wir hier irgendwas im Truck? Jetzt nichts, was ich jetzt einschränken könnte. Wir werden es trotzdem wirklich so ein bisschen umgucken. Alte Eisenbahnbrücke entdeckt, ja, das ist korrekt. Ach so, das ist unter mir, wo ich hin muss. Na gut, dann, Alter, ich verstehe das nicht. Warum ist die Maus sehr viel sensibler, wenn ich meine Karte öffne? Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Egal, wir gucken uns jetzt hier mal um. Ist auch ein bisschen schade, dass hier so... Ich weiß nicht, ob das halt von Map zu Map unterschiedlich ist, beziehungsweise von Match zu Match. Der Loot ist ja bestimmt random, dass man halt so wie in Survival-Spielen so Autos untersuchen kann und so. Also, dass nicht einfach Loot auf dem Boden liegt, sondern dass man halt auch mal mit der Umgebung irgendwie interagieren kann. Ich höre was. Ja. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Tot. Gott, ich hab fast verkackt, ey. Sehr schön. Das Geile ist, ich habe den durch das Glas da gesehen. Perfekt. So, haben wir hier noch was? Haben wir noch. Naja, ist egal. Hä? Ach so, wir haben schon eine. Okay, egal, nein, wir können nicht zwei nehmen. Vielleicht können die Waffe vielleicht noch irgendwie in die Kiste packen. Ich werde jetzt aber auch... Ich muss mich hochheilen eigentlich. Ja. Habe ich gerade ein Geräusch gehört? Haben wir eine Tür aufgemacht? Oder bin ich dumm? Ich werde mal kurz stehen. Ja, warte mal, ich kann ja schleichen, ne? Naja, das Schleichen bringt jetzt nicht so viel. Ja, das wäre super, wenn man halt irgendwie noch leise gehen könnte. So halb leise, sagen wir mal so, aber irgendwie in die Hocke gehen bringt jetzt auch nicht so viel, muss ich sagen, ne?
So, wir werden. Warte mal, wir gehen mal vom Fenster weg. Wir springen mal hier rauf. Falls hier mal einer hinkommt. So, und jetzt gucken wir mal ins Inventar, mit was wir uns hochheilen können. Was? Zerstören? Nein. Ich wollte das doch anwenden. Oh mein Gott. Dumm. Ist das bescheuert. Warum steht dann nur Zerstören da? Was war das für ein Geräusch? Es hat sich angehört, als ob eine Tür oder irgendwas sehr, sehr langsam aufgegangen ist. Oh, okay, es wird geschossen. Ich sehe aber draußen nichts. Guck nochmal ins Inventar. Das ist so dumm. Wie kann ich denn Medikits und sowas benutzen? Da steht nur Zerstören da. Vor allem, es steht Zerstören T da und ich habe linke Maustaste gedrückt und er hat das trotzdem zerstört. Fantastisch. Danke für nichts. Regeneriert Lebenspunkte langsam für bestimmt. Oh, 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 oh. Da geht's los. Müsste direkt in meiner Nähe sein, weil das Geräusch vom Schießen war so laut gerade. Also wirklich super laut. Nichts mehr zum Hochheilen. Beziehungsweise doch, ich habe was zum Hochheilen, aber ich weiß nicht, wie ich es anwenden kann. Nie. E benutzen. Rechtsklick. What the? Was? Er schießt random durchs Fenster durch, obwohl er mich nicht sieht? Das ist doch ein Cheater. Ich guck mal durch die Fenster durch. Sehe da nichts, aber da rauszugehen ist halt Schwachsinn. Weil er schießt halt, der Wichser schießt halt mit einer Sniper. Ja, ich trau mich jetzt trotzdem mal. Oh Gott, ja. Ich habe mich sehr gut getraut. Ja, der hockt da irgendwo im Gebüsch, Mann. Ich werde da nichts machen können. Ich muss den hier irgendwie finden. Er ist bestimmt irgendwo ganz oben. Was? Wo? Alter, ich sehe nichts. Mit was hat er mich jetzt getötet? Mit einer Sniper. Wo war der? Oben auf dem Gebirge. Da ist ein Typ in seiner Nähe. Ich will jetzt mal sehen, wie das spielt. Weil, also ich verstehe, dass er mich hier gesehen hat, obwohl ich das auch ein bisschen komisch finde, weil es sind so viele Bäume. Wie hat er da überhaupt nichts gesehen? Da muss doch jetzt ein Typ im Haus sein, als ob er das nicht gehört hat. Ja, ich hätte mich da verpissen sollen. Das war definitiv falsch gespielt von mir. Okay, er rennt einfach weg. Was? Also vielleicht hat er schon viel. Wo rennt er hin? Achso, der rennt zum Ausgangspunkt. Hä? Caprice? Cookies? Wie auch was auch immer. Und der nächste heißt Caprice Ryback.
Also das sind zwei Leute vom selben Team oder was? Da sind nur noch zwei Leute übrig. Warte mal, wo ist der? Ich wollte gerade sagen, die waren ja in der Nähe, ne? Ja, jetzt nicht mehr. Na gut, wir gehen mal raus. Wir gucken den jetzt nicht mehr zu. Ja, schade. Also den einen habe ich gut gekriegt. Und beim zweiten habe ich... Achso, ich hatte ja von der Versicherung drin. Das ist gut. Meine Ausrüstung ist zumindest nicht weg. Na gut. Er killt zwei. Verstehe nicht. Das ist aber, was ich auch sehr komisch gerade finde, also mit dieser komischen Versicherung. Diese Punkte, die ich jetzt gekriegt hatte, bla bla bla. Aha, man kann neue Sachen bauen. Okay, Baumenü, was für ein Baumenü? Achso, ja, das sind, glaube ich, Aufgaben, die ich erfüllt habe. Now that you have the resources, you should probably start working on some of the improvements around here. Ja, ja, bauen. Ah ja, hier. Schalte Herstellung weiterer Gegenstände mit Blaupausen frei. Ah, das Haus wird dann auch erweitert. Stimmt, das habe ich in irgendeinem Trailer gesehen oder so. Rohstoffe im Besitz. Okay, das sind die ganzen Rohstoffe. Ja, das bauen wir. Man braucht eine Krone. Okay. Hä, was ist jetzt passiert? Achso, es kommt ein Trailer oder was? Nice. Okay, das ist witzig. Gut, das mit den Feuerwerken ist ein bisschen so, und man sieht das Haus, wie es vorher aussah. Das ist cool. Ah, nice. Das wäre halt irgendwie auch witziger, also es ist zwar schön, dass es jetzt ein anderes Aussehen hat, aber dass es irgendwie auch einen Sinn hätte, dass ich jetzt keine Löcher mehr zum Beispiel im Dach habe. Generiert 20 Materialien pro Stunde Holzblock. Okay. Untersuchen, schließen. Ja, bauen wir. Ach so, das nächste müsste ich noch 60 Nägel kriegen. Hier brauche ich mehr Metallteile. Okay. Mit diesem Holzblock. Sehe ich den jetzt irgendwo? Ja, wie gesagt, also ich finde das mit den Kronen ein bisschen krass, sage ich jetzt mal. Weil die Kronen habe ich halt für ein... Ich habe tägliche Belohnung sozusagen. Deswegen habe ich 2500 Kronen. Also wenn man sich das erste Mal einloggt, kriegt man diese Kronen. Aber was sind Kronen genau? Sind das... Ist das die Echtgeldwährung? Beziehungsweise gibt es hier eine Echtgeldwährung? Und ich hoffe nicht, weil es gibt ja auch einen Season Pass irgendwo hier. Kronen, kann ich auf Kronen draufklicken? Nee, kann ich nicht. Bigger ID, Ratgeber, zuletzt gespielt. Ich habe zuletzt gespielt mit Arschbohrverteiler und Stephen King. Ja, das sind natürlich wilde Lobbys. Jetzt ist aber die Frage, wo kann ich denn jetzt... Okay, Booster-Tickets. Man kann... Lobby-Tickets, mehr Beute, mehr Abwurf. Nutze diese Ticks anstelle von Kronen, um deinen Versicherungsbooster auf dem Lobby-Bildschirm zu aktivieren. Ah, hier, zum Store. Da.
Nee, geht gar nicht. Mehr Infos? Mhm. Lobby-Tickets können anstelle von Kronen verwendet werden, um Lobby-Boostern einen Spionlöser zu aktivieren. Tickets werden automatisch von Kronen ausgegeben, wenn du eine Lobby boostest. Mhm. Aber Store kann ich warum auch immer nicht öffnen. Also wenn ich T drücke, kommt nur dieses Geräusch und das war's. Alright, now that you have some supplies, you should go and assemble your first handcrafted weapon. Naja, gut, das machen wir beim nächsten Mal. Naja, vielleicht, also wenn ich hier, ah, da, hier, Battle Pass. Okay. Das sehe ich jetzt auch nicht. Vielleicht erst, wenn ich irgendwie dreimal spiele oder so. Das ist auch komisch, dass man den Battle Pass nicht angucken kann. Das sind meine Kisten. Achso, ich habe ja noch eine... Okay. Oh, ich habe Nägel bekommen. Sehr cool. So, das sind diese Sammlungen. Und das war's. Diese Fenster kannst du eigentlich... Achso, herstellen. So, Objekte, die du herstellen kannst. Okay. Sind mit Gelb markiert. Ja gut, wie gesagt, das finden wir. Also hier gibt es ja, wie gesagt, noch 1, 2, 3 Punkte, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Wie gesagt, halten sich, denke ich mal, frei, wenn ich weiter spiele. Aber wir können auch jetzt zum Beispiel schon hier... Nee, war das hier? Metallteile. Das ist hier. Ein Draht. Okay, dann bauen wir das hier. Generiert 25 Materialien pro Stunde. Ja, genau. Können wir sofort bauen. So. Okay, ich brauche mehr Plan, oder was? Neue Unterschlupfstufe erreicht. Okay, nice. Yay, mehr blaue Folie. So. Okay, und hier brauche ich dann schon wieder 320 Nägel, Draht und Treibstoff. Materialien ist ja das hier. Was genau kann ich mit dem Material anfangen? Das weiß ich noch nicht. Gut, wie gesagt, das werden wir, denke ich mal, beim nächsten Mal alles rausfinden. Ich gucke jetzt nur noch mal ins Lager hier. Oh, wir haben eine Schrottkiste. Okay. Hatte ja auch irgend eine Waffe. Siehst du, ich habe ja diese Waffen anscheinend, sonst könnte ich die ja nicht zerlegen, oder? Also habe ich hier schon Legendaries oder was? Von wo auch immer. Also ich glaube, das ist, weil ich den Key, als ich den Key bekommen habe, kriegst automatisch. Also wenn du ein Spiel für 20 Euro kaufst, ist da so ein komisches Ausrüstungspack mit drinne. Und ich glaube, in diesem Ausrüstungspack sind halt diese Waffen drinne gewesen. Was ich nur nicht gerafft habe, warum ich die, zum Beispiel SUV steht da, ich habe 3 Stück von denen. Warum auch immer. Aber wenn ich 3 Stück von denen habe, SVU hieß die eine Waffe, da. Diese Waffe. Ja, ich habe die tatsächlich. Okay. Na gut, dann ist das halt so. Sturmgewehre, habe ich die jetzt hier? Kann ich jetzt die mit der hier wechseln? Achso, und wir müssen halt mehr Muni mitnehmen. Nehmen wir mal 200 mit. Ja, okay, tatsächlich. Also, keine Ahnung warum, aber ich denke mal, das ist das Ausrüstungspack. Ja, und das alles andere werde ich dann einfach
zerlegen. Also nicht alles andere, aber... Keine Ahnung, das hier zum Beispiel werde ich jetzt nicht mehr brauchen. Dann diese weiße Pistole werde ich natürlich auch nicht brauchen. Und alles andere lasse ich, denke ich mal, drin, solange es nicht weiß ist. Einfach zum Ausprobieren. Okay, das Messer kann ich wegmachen. Dann sowas wie die Uzi, obwohl, da werde ich trotzdem behalten. So, gut. Egal. So, wir hören jetzt aber diesmal wirklich auf. Das, ich habe ja schon eine Stunde gespielt, obwohl ich eigentlich das Video auf eine halbe Stunde, naja, kürzen wollte. Naja, passiert. So, also erster Eindruck von Vigor kann ich nur sagen, es ist interessant. Aber wenn das halt so weitergeht, wird das Spiel tot sein, bevor es überhaupt in die 1.0-Version kommt. Denn, wie gesagt, also ich habe vorhin halt geguckt, es waren, klar, es ist jetzt auch Freitag, 1 Uhr morgens, ist jetzt nicht die beste Zeit zum Spielen. Aber wenn man sich halt die Statistiken anguckt, verändert sich nicht wirklich was von den Spielerzahlen. Also zurzeit sind 63 Spieler online und über einen Tag über waren, glaube ich, wie viel? Da 6. um 19 Uhr, glaube ich, waren 134, also ungefähr das Doppelte online. Aber 134 für einen Multiplayer-Extraction-Shooter ist halt, das ist so hart an der Grenze an Tod. Also wirklich krass hart an der Grenze, dass das Spiel einfach nicht mehr spielbar ist. Wenn man halt schon jetzt 5 Minuten darauf wartet, halt Spieler zu finden, will ich nicht wissen, wie das in einem Monat aussieht. Oder in 2. Sie haben, wie gesagt, einen falschen Schritt gemacht und das sieht man halt an den Spielerzahlen. Obwohl das Spiel 3 Wochen alt ist, ist das Spiel jetzt schon kurz vorm Tod sein. Und das ist natürlich gerade bei einem Early Access Titel nicht unbedingt aussagend, weil es gibt genug Early Access Titel, die halt im Early Access kacke sind, beziehungsweise sie sind einfach unbekannt und sobald die 1.0-Version rauskommt, kommt auch das Marketing. Und ja, aber zu kaufen für jetzt 20 Euro kann ich es nicht empfehlen. Ich kann euch lieber empfehlen, wenn ihr eine Konsole habt, spielt das da gratis und guckt es euch an. Crossplay, soweit ich weiß, gibt es nicht. Es gibt nur Crossplay zwischen den Konsolen. Das heißt, PS4-Spieler können mit PS5-Spielern zusammenspielen. Und ich glaube, Xbox One-Spieler können mit Xbox Series-Spielern zusammenspielen. Gut, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn Vigor hoffentlich noch am Leben ist. Denn vom Spielstyle bzw. allgemein Extraction-Shooter, das Genre interessiert mich sehr und ich hoffe natürlich, dass das Spiel nicht ausstirbt. So, damit reingehauen.